In diesem Jahr will ich ausgiebig mein Immobilienportfolio konsolidieren und eine kleine Sache ist zum Beispiel, dass man Einbauküchen einbaut. Viele Mieter, die wollen heutzutage keine eigene Küche mehr kaufen, gerade junge Leute, die, wenn sie in die erste Wohnung ziehen, haben sie noch keine Küche und die freuen sich über eine Einbauküche. Und in zwei meiner Wohnungen habe ich jetzt eine Einbauküche mitvermietet, einmal für 35 Euro und einmal für 40 Euro. Ja, mehr Cashflow bei vermieteten Immobilien durch die Mitvermietung von Einbauküchen. Darum soll es in diesem Video gehen und ich reagiere damit gleichzeitig auf ein Video vom Alexander Rau mit seinem YouTube-Kanal Vermietertagebuch. Viel Spaß dabei. Also ich nehme dich mal mit auf einen kleinen Spaziergang und dann besprechen wir das. Und danach werden wir das Ganze mal am Schreibtisch noch uns anschauen. Da habe ich ein paar Sachen nämlich aufgeschrieben. Da möchte ich noch ein paar Beispiele zeigen. Beispielbilder auch von mir, von vermieteten Einbauküchen. So, gehen wir mal hier runter. Also übrigens, da im Moment der Sport ja sehr kurz kommt, alles ist noch geschlossen, ne? Fitnessstudio, man darf nicht Fußball spielen und nichts, was ich sonst gerne tue, habe ich mir jetzt vorgenommen, inneren Schweinehund überwinden und jeden Tag joggen gehen. Ja, ich mag das eigentlich überhaupt nicht, macht mir keinen Spaß, aber jetzt hat es schon ganz gut geklappt und man merkt es, jetzt funktioniert es schon ganz gut und das tut auch gut. Also wie gesagt, überwinde deinen Schweinehund und tu was für dich, für deine Gesundheit und mach Sport. So, das am Rande. Also, legen wir los. Es geht jetzt ja darum, der Alexander Raue, ne, hat das YouTube-Kanal Vermietertagebuch und er ist sehr kontrovers im Moment unterwegs. Viele sagen, oh Gott, der ist zu schnell gewachsen, der hat zu viele Objekte, in schneller Zeit zu viel gekauft und jetzt geht es darum, er will konsolidieren. Ne? Das heißt, er möchte mal eben nicht mehr so viel kaufen oder vielleicht auch gar nichts mehr. Man weiß es ja nie genau bei ihm. Und am Ende möchte er dann jetzt seine Wohnungen halt verbessern, das heißt einen besseren Ertrag rausbekommen, mehr Miete, es aufwerten vielleicht und am Ende soll sich das Ganze dann besser rechnen, dass er auf sein anvisiertes Ziel kommt. Mal mindestens, so wie ich es vernommen habe, ne, 5000 Euro Cashflow, also das, was übrig bleibt, nach Abzug aller Kosten pro Monat zu haben, allerdings vor Steuer, ne, da müssen dann die Steuern noch abgezogen werden. Ja, und das ist bei so vielen Einheiten, ich meine, jetzt sind es über 70, schon, naja, nicht die Welt, sagen wir mal. Ne? Aber das weiß er ja selber, das wissen wir auch alle mittlerweile. Und jetzt geht es darum, um die Aufwertung. Wir möchten uns in diesem Video speziell um die Einbauküchen kümmern. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Also grundsätzlich finde ich es gut, dass der Alexander Raue konsolidieren möchte, weil ich habe es ja schon öfter auch angemerkt und andere auch. Die Lage ist da, wo er die meisten Immobilien hat, nicht die unproblematischste. Ne? Und da ist natürlich auch immer die Gefahr, selbst wenn ich jetzt aufwerte mit einer Einbauküche, ja, dass die Lage halt trotzdem dadurch nicht besser wird und die Vermietbarkeit nicht unbedingt besser wird, weil die Lage ist halt nun mal da. Und wenn da Wegzug ist und sehr viel Leerstand generell, bei anderen Objekten auch, ja, dann wird es halt schwierig. Klar, man muss sich abheben von den Mitbewerbern und da ist eine gute Ausstattung natürlich wichtig und gut, aber das muss ich halt auch wieder rechnen. Ich kann jetzt nicht mich super abheben, kann dort am Markt eh nicht so eine riesen Miete erzielen oder krieg's vielleicht trotzdem nicht gut vermietet und investiere ganz viel, dann habe ich am Ende nur noch mehr Probleme, ne? Und das ist dann zu vermeiden. Aber darum soll es jetzt nicht schwerpunktmäßig gehen. Wir werden uns jetzt einfach mal angucken, was man generell für Möglichkeiten hat, wenn man eine Einbauküche vermietet und wenn man eine Einbauküche vielleicht auch dem Mieter anderweitig überlassen möchte, was man da vielleicht bekommt und dann abschließend das Ganze mal beurteilen. Also, gehen wir mal an meinen Schreibtisch und schauen uns das Ganze mal an. Moment, ich schaue noch mal genau rein, dass ich euch nichts Falsches erzähle. Genau, in meiner CHW 2 in Chemnitz hatte ich jetzt einen Mieterwechsel. Dort habe ich die Einbauküche, habe ich sogar eine neue Einbauküche gekauft. Da geht die Kaltmiete dadurch von 260 auf 300 Euro hoch, also 40 Euro mehr. Und bei meiner CHW 1, die ich ja sowieso generell auch neu vermietet habe, wo ich eine Mieterhöhung gemacht hatte, nehme ich 35 Euro für die Einbauküche, weil das schon eine gebrauchte Einbauküche war, die ich aus einer anderen Wohnung nehme und keine komplett neue. Das heißt, ich habe 70 Euro mehr pro Monat nur durch Einbauküche und das bei einem Invest von ungefähr 4.000 Euro. Also aktuell in den beiden Wohnungen habe ich zum Beispiel gerade Küchen eingebaut von Lidl, die mich 1.000, 1.200 kostet, dann noch plus Lieferungen, plus Aufbau, sage ich mal 2.000 Euro pro Küche. Ja, jetzt sitzen wir hier am Schreibtisch und ich habe das Ganze mal zusammengestellt. Worauf sollte man denn achten, wenn man eine Einbauküche
mitvermieten möchte oder mit dem Mieter zur Verfügung stellen möchte. Und ich habe mal bei den ganzen Kommentaren auch nachgelesen unter dem letzten Video vom Vermietertagebuchungs, wo es ja eben darum ging, Einbauküche mit vermieten zur Wertsteigerung oder nicht. Und da wurden so ein paar Sachen eben geschrieben. Da möchte ich mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, damit das klarer ist, ne? Genau. Also es ist meine Erfahrung, das, was ich hier schilder. Und dann schauen wir mal. Also grundsätzlich kann ich natürlich ohne Küche vermieten. Ja, das spielt aber hier in dem Fall ja keine Rolle. Er will ja mit Küche vermieten und dadurch eben auch mehr Geld verdienen, mehr Cashflow generieren. Der Vorteil ist aus meiner Sicht natürlich, wenn man ohne Küche vermietet, dann kann auch nichts kaputt gehen. Aber ich vermiete auch selbst immer mit Küche, weil man muss sich das vorstellen, der Mieter bastelt da irgendwas selber ein und dann nachher will er die Küche wieder mitnehmen und dann leidet meiner Ansicht nach, meiner Erfahrung nach, die ganze Wohnung doch unterm Strich mehr darunter, als wenn da einmal was Vernünftiges drin ist. Genau. Dann Küche mitvermieten. Genau. Das ist das, was hier angepeilt ist. Und da gucken wir uns gleich auch nochmal an. Da habe ich eine kleine Berechnung, was man denn da so erwarten kann. Und generell sollte man dann dazu sagen, Küche mitvermieten ist natürlich so, man bekommt dann mehr Geld. Man ist aber auch dann als Vermieter dafür verantwortlich, dass das, was da vermietet wird, dann auch in Ordnung ist. Ne? Und wenn dann eben was kaputt geht, dann ist man auch dabei, das nachzubessern. Und man kann natürlich sagen, okay, der Mieter hat das Ganze pfleglich zu behandeln, ja, aber im Zweifelsfall, wenn der Kühlschrank dann kaputt geht, dann ist es halt schwer, irgendwie nachzuweisen, dass der da vielleicht was falsch gemacht hat. Wenn natürlich die Küche verkratzt ist, dann muss man natürlich sehen, oder eine Schranktür ausgerissen, dann ist es ja relativ klar. Das muss man bei der Übergabe dann dokumentieren, den Zustand. Aber man hat auf jeden Fall mehr Brassel und das wurde ja auch kritisiert oder von vielen angemerkt, dass da eben auch was kaputt gehen kann. Und das hat dann wieder Folgekosten und dann ist die ganze Rechnung, die schöne Cashflow-Rechnung wieder dahin. Dann können wir natürlich die Küche auch verleihen. Das wurde ja auch von einigen vorgeschlagen, dass man sagt, Mensch, dann verleih doch die Küche einfach. Wenn dann was kaputt geht, dann ist der Mieter eben selber dafür zuständig. Ja, da muss man jetzt aber nur beachten, wenn man die Küche verleiht, dann ist das unentgeltlich. Ne? Dann kann man da nicht sagen, ich verlange da jetzt hier nochmal so und so viel dafür, dann verleiht man die halt. Aber es kostet ja nichts, ne? Und das ist ja eigentlich gar nicht das, was jetzt hier beabsichtigt war vom Vermietertagebuch. Also verleihen fällt ja dann eigentlich raus. Genau. Dann kann ich natürlich die Küche noch verkaufen. Aber das macht natürlich jetzt hier auch keinen Sinn. Das kann man ja vielleicht eher machen, wenn eine Küche schon längere Zeit drin ist, man die nachher nicht irgendwie noch vermieten möchte oder Angst hat, dass was kaputt geht, dann sagt man, okay, ich verkaufe die. Da habe ich natürlich auf einen Schlag das restliche Geld. Aber hier ging es jetzt darum, neue Küchen anzuschaffen, um Cashflow zu erhöhen. Und das macht dann ja wenig Sinn. Und was könnte ich als letztes machen? Ich könnte auch eine Küche verschenken. Das mache ich ja auch eigentlich nur, wenn eine alte Küche schon drin ist und ich sage, Mensch, wenn du ausziehst, dann musst du die aber auch entsorgen oder so. Und dann bist du halt für alles selbst verantwortlich. Kommt hier auch nicht in Frage. So, schauen wir weiter. Jetzt habe ich mal ein Beispiel aufgezeigt. Single-Küche vermieten. Miete der Single-Küche berechnen. Das ist ja interessant, ne? Weil im Video wurde ja auch gesagt, ich habe jetzt zwei Küchen gekauft. Die haben jeweils 1000 Euro gekostet, 1100 Euro inklusive Einbau. Dann jeweils 2000 Euro, also waren es 4000 Euro. Und was habe ich bekommen? 70 Euro. So, jetzt gucken wir mal, es gibt so allgemeine Vorgaben, wonach man das berechnen sollte. Jetzt gehen wir davon aus, tatsächlich 2000 Euro Anschaffungskosten für die Küche inklusive Einbau, allen drum und dran. Das kann natürlich dann nicht super tolles, hochwertiges sein. Nutzungsdauer, sagen wir mal 10 Jahre. So, Anschaffungskosten durch Nutzungsdauer plus Kapitalzinsen. Das wäre die Berechnung, um dann das rauszubekommen, was man auf die Mieter so umlegen sollte, könnte. Und ich habe jetzt hier mal das Beispiel, 2000 Euro durch 10, ne, gleich 200 Euro plus
Kapitalzinsen geben wir, sagen wir mal, 5%. 5% von 2000 sind 100, also wären das 300 Euro im Jahr, was ich auf den Mieter umlegen könnte, wenn ich da von dieser Nutzungsdauer von 10 Jahren ausgehe und schon ein bisschen hochgegriffene Kapitalzinsen von 5%. So, und wenn ich das auf einen Monat umrechne, hätte ich 300 Euro durch 12, wären also 25 Euro pro Monat, die ich jetzt vom Mieter mehr verlangen könnte. Ja, und er hat ja 35. Das heißt, dann hat er wohl weniger als 10 Jahre kalkuliert. Ja. Ja, genau. Aber das man sieht, das wäre so die Faustformel, wo man sich dran halten kann. So, ich zeige jetzt nochmal von mir ein paar Beispiele, wo ich eben auch mal darauf hinweisen wollte. Das ist so bei vielen kleinen Wohnungen, die ich vermiete, mein Standard habe ich dann auch meistens einfach schon mal so mit übernommen. Ist jetzt nichts Wildes, aber da gibt es ja oft die Kritik, ja, hier, oh, und wenn da was kaputt geht und so. Ich muss echt sagen, das Ding, die halten, ne? Also da ist in der Regel, wenn man das vernünftig übergibt und danach auch wieder reinigt und auch mal ein bisschen pfleglich das Ganze behandelt oder eben dann auch die Übernahme entsprechend macht und wenn dann was zerkratzt oder kaputt gerissen ist, klar, dann ist der Mieter natürlich auch mit im Boot, aber im Prinzip hält sowas ganz gut, ne? Und da darf man auch nicht immer so viel denken, Mensch, meine Erfahrung ist nämlich auch in so kleinen Wohnungen wie hier zum Beispiel, da wird gar nicht so oft meistens die Küche auch so extrem genutzt, ja. Hier habe ich zum Beispiel noch ein zweites Beispiel aus einer meiner Wohnungen. Ähnlich funktioniert auch. Oder hier abschließend nochmal eine größere Küche, auch in einer Einzimmerwohnung. Und auch das absolut kein Problem bislang. Klappt wunderbar. Und ja, das nur mal so als Inspiration und kleines Praxisbeispiel. Genau. Ja, und ich habe die Küchen ja übrigens mitvermietet. Ja, und das ist jetzt bislang, wie gesagt, Übergabe. Und wenn mal was kaputt geht, dann tauscht man halt mal was aus. Aber es ist jetzt eben nicht der Burner. Also das ist nicht so schlimm, dass man meint hier, oh Gottes Willen. Ne? Also von daher ist das schon generell, finde ich jetzt auch immer eine gute Sache, weil wenn, man muss sich vorstellen, er baut da was selber ein, der Mieter, dann holt das wieder raus, der nächste kommt, baut da wieder das ein, holt was raus, das macht die Sache auch nicht besser. Ne? Und ja, genau, das ist meine Erfahrung dazu. Ja, jetzt haben wir uns das Ganze ja angeschaut. Also abschließend meine Meinung, so ganz so einfach ist es nicht. Und man hat trotzdem eine große Verantwortung, wenn man so schnell gewachsen ist und so einen großen Bestand dann irgendwie konsolidieren möchte. Und wie ich es auch eingangs schon angedeutet habe, alleine das Aufwerten an sich, ne, dass man die Wohnung besser macht, nochmal viel investiert, das macht die Sache vielleicht nicht unbedingt besser, wenn der Standort nicht der beste ist. Ne. Das ist generell zu bedenken, bevor man sich irgendwo bindet und zu viele Immobilien vielleicht kauft. Ja, und je mehr man hat, desto mehr Dinge man hat, desto mehr Dinge haben wir auch einen. Das ist ja sowieso das Nächste, was dann dazu kommt. Und was man ja auch bedenken muss, ist, dass wenn man die halt so günstig kauft, eine Einbauküche, in dem Fall, das war jetzt hier in dem Fall, wurde gesagt 2000 Euro, aber mit Einbau, mit Transport, also die Einbauküche an sich, klar, vielleicht kleine Single-Küche, 1000, 1100 Euro, das wird nicht das beste Material sein. Und ob die tatsächlich dann so lange hält, diese Einbauküche, das ist mal die zweite Frage. Und das sieht man halt immer erst am Ende. Und es ist so eine Sache, aber ich habe ja auch gezeigt, ich habe auch einfache Einbauküchen und manchmal läuft es halt auch. Und klar, also warum nicht? Ne? Man muss gucken und trotzdem aufpassen, wie gesagt. Oft ist ja auch das Richtige, was man dann gesagt bekommt, ne? Wer billig kauft, kauft zweimal und dann rechnet sich das Ganze erst recht nicht. Ne? Es soll ja sich rechnen, wir sind ja hier nicht zum Spaß dann bei der Vermietung. Wir wollen ja auch letzten Endes dafür belohnt und entlohnt werden, ne? Weil wir sind ja auch Unternehmer dann letzten Endes. Als Unternehmer, auch wenn man jetzt privat vermietet, klar, man ist Privatvermieter, aber man ist ja in dem Sinne irgendwie unterwegs, dass man da was erreichen möchte und eben auch was investieren muss und auch was investiert, sei es jetzt Geld, sei es jetzt Zeit, sei es jetzt Nerven. Genau. Ja, also, würde mich interessieren, wie du das siehst. Meinst du, unter den Umständen mit so vielen Einheiten macht das Sinn,
da jetzt in die Richtung was zu tun oder eher nicht? Also meine Meinung ist, ja, mal auf die Bremse treten generell ist sinnvoll in dem Fall, wenn man schon so viele Objekte so schnell gekauft hat und sich Gedanken machen, was kann man tun. Und genau, da sollte man halt auf jeden Fall gucken und aber trotzdem schauen, auch die ganzen Punkte beachten, die ich eben hier auch gesagt habe. Und genau, ja, also besten Dank fürs Interesse und würde mich freuen natürlich über deinen Kommentar und wie siehst du das Ganze siehst und so weiter. Und ansonsten bis zum nächsten Video. Bis dann. Ciao.